Willkommen zurück zur zweiten Aufgabe, Word Frequency. Hier geht es um Folgendes. Ich habe ein Unterverzeichnis Text und das hat einige deutschsprachige Romane im Volltext. Das habe ich vom Projekt Gutenberg heruntergeladen, also alles gemeinfrei. Das sind wahrscheinlich hier drei Lieblingsromane von der Berufsmatura. Effi Briest von Fontane, dann der Prozess von Kafka und Väter und Söhne von Turgenev. Den ersten habe ich nie gelesen, die anderen beiden schon. Und es geht um Folgendes: Sie haben so einen Text hier, machen mal da den Prozess von Kafka auf, hier die Titelseite und hier einfach Plain Text. Steht wirklich der ganze Roman drin, können das gerne durchlesen, wenn Sie Lust haben. Vielleicht haben Sie es auch schon getan im Rahmen Ihrer Ausbildung. Es geht jetzt darum, dass wir hier in so einem Text die Häufigkeit der Wörter zählen können. Wir wollen schauen, welche Wörter am meisten auftreten und das rangieren. Und dazu habe ich schon ein Programm vorbereitet, wordfragment.py. Ich zeige es ganz kurz. Das ist hier. Das hat wieder die gleiche Struktur wie vorhin. Hat einfach zwei Parameter. Der erste Parameter wäre ein Dateiname. Der zweite Parameter dann die Anzahl. Oder die Länge der Rangliste, das heißt, Sie wollen die Top 10 Wörter oder die Top 20 Wörter und so weiter. Das gleiche Exception Handling und dann eben die Funktion WordFrag mit dem Dateinamen und der Anzahl aus der Länge der Rangliste. Die Funktion selber habe ich auch schon angefangen auszuprogrammieren, also erwartet den Dateinamen und den Parameter n. Die Datei wird eingelesen mit dem Encoding UTF-8, also wir haben es mit Unicode-Text zu tun. Und der Content wird dann eingelesen und man kann ihn dann einfach mit Print Content könnte man ihn dann gleich ausgeben. Ich lasse es mal laufen. WordFrag main.py Text nehmen wir dann gleich von Kafka den Prozess und sagen mal die Top 10 Wörter, wobei der zweite Parameter bis jetzt noch ignoriert wird. Wird eingelesen und ausgegeben. Ja, das Nachwort von Max Brod offenbar drin, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. Das wäre mal hier grundsätzlich, wie es funktioniert. Und jetzt gehen wir zurück zur Aufgabenstellung. Also ruft man es auf, habe ich Ihnen gezeigt, die Parameter habe ich Ihnen erklärt. Und jetzt müssen wir diesen ganzen To-Do-Kommentaren nachgehen. Ich habe Ihnen quasi schon eine Lösung skizziert mit diesen Kommentaren. Sie können auch eine andere Lösung finden, aber ich gebe Ihnen einfach mal einen Pfad vor. Damit Sie nicht so verloren sind. Wenn Sie eine eigene Lösung finden, umso besser. Und ich habe Ihnen auch gleich ein paar Methoden und Funktionen angegeben, die Ihnen hilfreich sein könnten, teilweise auch verlinkt. Der Algorithmus kann man folgendermaßen machen. Als erstes, wir haben die Variable Content, haben Sie ja gesehen hier, die hat einen ganzen Roman drin. Wir rufen die Split-Methode auf diesem String und dann wird das Ganze in einzelne Wörter unterteilt. Gehe es nachher im Detail durch. Zweitens, jetzt haben wir natürlich hier nicht nur Buchstaben drin, also nicht nur reine Wörter, sondern eben auch Interpunktionszeichen. Zum Beispiel ein Komma. Schauen wir mal in den Text rein vielleicht. Wo sehen wir das? Wenn wir hier einen Split aufrufen, haben wir dann hier Sache, Punkt. Und wenn jetzt das Wort Sache an einem anderen Ort auftaucht, ohne Punkt, dann wären es ja zwei verschiedene Wörter. Das heißt, wir müssen alle diese Interpunktionszeichen entfernen. Hier auch Gericht, Komma, hier Gericht, Komma, zweimal mit Komma und ich bin sicher, irgendwo taucht es ohne Komma auf am Schluss. Da müssen wir die Sachen entfernen. So, schauen wir weiter. Und hier gibt es eben die IsAllNum-Methode. Dazu nachher gleich mehr. Aber die sagt Ihnen, ob ein Zeichen alphanumerisch ist. Alphanumerisch heißt Buchstaben und Zahlen, aber kein Interpunktionszeichen. Jetzt das nächste. Wir zählen die Frequenzen der Wörter. Und dazu empfehle ich Ihnen, ein Dictionary zu verwenden, wo der Key das Wort ist und der Wert eben die Anzahl der Vorkommnisse. Und hierzu ist es sinnvoll, dass wir Wörter zu Lowercase konvertieren mit der Lower-Methode, weil am Satzanfang die Sachen eben groß geschrieben sind. Und sonst haben wir zwei verschiedene Wörter. Also wenn Sie irgendwo Satzbeginn R steht, hier groß geschrieben
Und irgendwo steht es dann vielleicht klein hier im Text drin, findest du, ah, hier steht es klein. Das ist das gleiche Wort. Und wenn wir es zu Lowercase konvertieren, werden wir dem gerecht. Sonst haben wir das zweimal gezählt, aber mit einer geringeren Summe nachher. Das wäre eine Verfälschung. So, das wäre das Zählen in diesem Dictionary, wie man es im Detail macht, dazu gleich mehr. Und jetzt haben wir ein Dictionary, also Keys sind die Wörter und Value sind die Anzahl Vorkommnisse. Jetzt können wir das Ganze sortieren. Dazu gibt es die Sorted-Funktion. Werde ich Ihnen dann noch zeigen, was man damit genau machen kann. Und dann am Schluss, wenn wir sortiert haben, können wir einfach das Dictionary, die ersten N-Elemente daraus lesen. Und dann sieht es vielleicht so aus. Also die Ausgabe habe ich mir jetzt ausgedacht. Die wird dann ganz anders aussehen wahrscheinlich. Einfach mal geraten, dass das Wort und am häufigsten ist. So, also gehen wir mal an die Implementierung. Ich mache das hier zu. Ich lasse das Main hier. Ich mache es vielleicht rechts auf. Bisschen schöner hier. Die ganzen Anleitungssachen hier links. Hier der Code. Bisschen abgeschnitten. Gehen wir mal die To-Dos der Reihe nach durch. Also erstens, split content into individual words. Ich rufe es nochmal auf. Also hier wird einfach der ganze Text ausgegeben. Jetzt macht er einfach mal hier, lösche das mal. Words gleich content.split print words. Dann schauen wir mal, was da ausgegeben wird. Seht ihr, jetzt kommt eine riesige Liste mit verschiedensten Sachen drin. Meistens habe ich Wörter drin, ich habe hier aber auch eben Interpunktionszeichen führend, ich habe einfach so Sachen drin, Bindestriche, die alleine stehen, also Gedankenstriche. Und ich muss jetzt eben im nächsten Schritt die Sachen aus den Worten entfernen, die eben nicht alphanumerisch sind. Also Split Content into Individual Words, hätte ich mal erledigt. Nun, remove non-alphanumeric characters from words, trailing quotation marks zum Beispiel. So, wie mache ich jetzt das? Das ist nicht so einfach. Und ich empfehle Ihnen hier den folgenden Ansatz. Es gibt noch ganz andere Ansätze. Sie könnten auch eine separate Funktion für das Ganze schreiben. Ich mache es mal einfach ganz strukturiert hier innerhalb der gleichen Funktion. Und ich empfehle Ihnen als Ansatz, machen Sie eine zweite Liste von Wörtern. Wir gehen dann alle alten Wörter durch und übernehmen nur die Zeichen, die wir brauchen, in eine neue Liste. Also wir bearbeiten nicht die bestehende Liste, sondern bauen eine neue Liste auf. Warum man das so macht, erfahren Sie dann wahrscheinlich nächstes Jahr noch im Modul Funktionale Programmierung. Aber sage Ihnen schon mal so viel. Es ist sinnvoll, nicht bestehende Datenstrukturen zu modifizieren, sondern aus alten Datenstrukturen neu aufzubauen und die alten nicht zu zerstören. Ich nenne das mal Cleans Words, eine leere Liste, und dort kommen jetzt eben die Wörter rein, die nur alphanumerische Zeichen drin haben. Wir gehen jetzt die alten Wörter durch, for Word in Words. Und jetzt haben wir ein Wort im Zugriff. Ich gebe jetzt einfach mal jedes Wort einzeln aus. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ja, ist aber das, was ich wollte. Warten schnell, bis es fertig ist. Oder ich drücke einfach Ctrl-C. Also jetzt haben wir jedes Wort einzeln im Zugriff. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir jetzt ein neues Wort daraus, das eben keine alphanumerischen Zeichen drin hat? Und der einfachste Ansatz, vielleicht nicht der performanteste, ist einfach, wir gehen nochmal in diesem Wort jedes einzelne Zeichen durch. For char in Word. Und jetzt können wir prüfen, if char.is allnum, ist alphanumerisch, dann machen wir etwas damit. Und was machen wir mit diesem Zeichen? Ich würde empfehlen, machen eine neue Variable, cleaned Word. Einen leeren String. Und wenn das Zeichen alphanumerisch ist, hängen wir es hinten dran. Noch einmal, nicht der performanteste Ansatz, gibt sicher andere Ansätze, aber das ist so der einfachste, naheliegendste. Ist immer gut, mit dem anzufangen. Dann schauen, wenn die Performance ein Problem ist, kannst du dann immer noch überarbeiten.
Also jetzt haben wir hier, wenn es ein alphanumerisches Zeichen ist, übernehmen wir das. Haben das Wort durch und jetzt können wir das Cleaned Words ergänzen um das neue Wort, das Cleaned Word. Also Cleaned Word ist die Liste mit den aufgeräumten Wörtern, Append fügt etwas hinten an und Cleaned Word ist eben das Wort, das wir aufgebaut haben. Und jetzt geben wir am Schluss Cleaned Words aus. Jetzt führen wir es aus. Okay, und ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt keine Sonderzeichen mehr drin. Problem ist zum Beispiel hier wurde jetzt getrennt, nicht so schön. Ja, aber das können wir jetzt mal ignorieren. Wir haben auch viele Sachen, wie zum Beispiel ein T oder K wahrscheinlich für Josef K. Das sind eigentlich nicht mehr ganze Wörter, wahrscheinlich Abkürzungen. Und was haben wir noch? Zum Beispiel hier leere Worte, weil es einfach irgendwie ein Bindestrich war oder so, der für sich alleine stand. Die sind jetzt einfach leer drin. Wir könnten jetzt diese Liste noch weiter aufräumen. Gerade der leere String taucht recht häufig aus. Können wir vielleicht noch als Zusatzaufgabe nachher machen. Habe ich nicht explizit verlangt. Jetzt haben wir mal diese Clean Words List. Jetzt können wir mit der weiterarbeiten. Also dieser To-Do-Task wäre erledigt. Jetzt Count Frequencies of Words. Jetzt habe ich gesagt, nehmen Sie hierzu ein Dictionary. Und ich nenne es einfach mal Word Frequencies. Könnt ihr auch abkürzen, Word Frex oder so. Ein bisschen weniger zu tippen. Solange es noch klar ist, reicht das. Namen schauen wir dann noch an im Modul. Ein Dictionary, ich mache mal ein leeres. Das machen wir mit diesen eckigen geschweiften Klammern. Und jetzt, wie gehen wir vor? Also wir können jetzt einfach mal die ganzen Words durchgehen, also for word in cleaned words. Jetzt gehen wir einfach alle Wörter durch. Und jetzt mit dem Dictionary, der Ansatz ist folgendermaßen. Wir merken uns dort jedes Wort. Und wenn ein Wort zum ersten Mal auftaucht, ist es einmal aufgetaucht. Wenn es das nächste Mal auftaucht, erhöhen wir diese Zahl um 1. Jetzt haben wir die folgende Fallunterscheidung. Entweder ist das Wort, das wir hier gerade im Zugriff haben, aus dieser gesamten Wortliste, ist es schon einmal aufgetaucht, dann können wir die Zahl erhöhen. Oder es ist noch nie aufgetaucht, dann müssen wir es einfügen und wir fangen an zu zählen mit 1. Ich mache es mal folgendermaßen, ich formuliere es negativ. If words not in wordfrex, also wir haben das Wort noch nie gezählt, dann fügen wir es dem Dictionary hinzu und sagen, es taucht genau einmal auf. Andernfalls, wenn es schon drin ist, können wir sagen, wordfrex, Word, wir wissen ja, dieser Zugriff ist sicher, weil das Word ist ja hier drin in diesem Dictionary, plus gleich 1. Das wäre eine Möglichkeit, das zu formulieren. Und dann geben wir einfach diese Word-Frex-Liste am Schluss wieder aus. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja, also Brot hier für Max Brot ist einmal drin wahrscheinlich. Haben wir Sachen, die mehrmals auftauchen. Verfügungen taucht dreimal auf. Was haben wir sonst noch? Kafkas 9. Gibt es da was Häufigeres? Vielleicht weiter oben schauen. Dein taucht 8-mal auf und so weiter. Ja. Scheint zu funktionieren. Vielleicht können wir es noch ein bisschen anders formulieren. Zum Beispiel if word not in wordfrex, können wir einfach mal das so einfügen. Und dann hier wissen wir, es ist garantiert drin, können wir es um 1 erhöhen, sollte das gleiche Ergebnis haben. Oder wir können es positiv formulieren, if word in wordfrex, wenn es schon drin ist, dann können wir das einfach um 1 erhöhen. Und andernfalls fügen wir es mit der Zahl 1 ein. Also verschiedenste Varianten, das auszudrücken. Ich persönlich, was würde ich nehmen? Not in WordFrex würde ich es gleich 1 setzen und dann einfach hier, und nein, gleich 0. Ich würde es mal einfügen, noch nicht zählen und dann zugreifen und um 1 erhöhen.
Lassen wir es mal so. Wahrscheinlich das da die andere Variante ein bisschen performanter. Ich will nur zeigen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu lösen. Was nicht drin ist, fügen wir es ein mit der Zahl 0 und dann erhöhen wir es in jedem Fall. Oder Performance optimiert, fügen es mit der Zahl 1 ein und sonst erhöhen wir es um 1. Macht eigentlich das gleich. Bisschen weniger Map-Zugriffe. Also, das andere sind Detailfragen, die schauen wir uns jetzt nicht an, vielleicht später im Modul. Wir haben jetzt die Frequenzen gezählt. Jetzt kommt der anspruchsvolle Teil, das Ganze zu sortieren. Und hierzu schlage ich vor, dass Sie die Sorted-Funktion verwenden. Ich rufe es mal auf. Sorted WordFrax. Und das gibt eben ein neues Dictionary zurück. Nennen Sie einfach mal Ranks. Mache es ganz naiv, sortiere es mal und schaue, was dann passiert. So, und jetzt das sehe ich hier, ganz unten kommen Umlaute Ü, und dann weiter oben kommt Z. Offenbar wurde das ganze Ding jetzt einfach alphabetisch sortiert und die Zahlen fehlen. Das ist nicht das, was ich wollte. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter, wie diese Sortierung wohl funktionieren könnte. Also ich gehe jetzt da nicht im Detail nachschauen, sage nur Folgendes, es gibt einen Parameter namens Key und damit können Sie sagen, wie Sie die Sortierung vornehmen wollen. Und die Key-Funktion erwartet eine sogenannte Lambda-Funktion. Eine Funktion, also Sie können eine Lambda-Funktion mitgeben oder eine andere Funktion und diese Funktion wird mit jedem Element aus dieser Liste aufgerufen. Jetzt ist die Frage, was ist so ein Element? Machen wir es mal so. Lambda x ist dieses Element und dann mache ich einfach mal print x. Also eigentlich ein Unsinn, weil ich müsste einen Wert zurückgeben, der sagt, ob es vorher oder nachher einsortiert werden soll. Wie diese Sortierung im Detail funktioniert, schauen wir ein anderes Mal an. Jetzt einfach schnell, zeige es mal beispielhaft. Gebe jetzt einfach hier dann, alles aus. Und jetzt habe ich immer nur einen Wert hier, das ist jetzt ein Problem. Das WordFrax ist ein Dictionary. Und hier bekomme ich offenbar nur die Wörter. Ich habe aber auch, also Key, ich habe aber auch die Anzahl Wörter, die Anzahl Vorkommnisse, das wäre dann der Value. Wenn Sie in einem Dictionary beide Elemente wollen, also nicht nur die Keys, sondern auch die Values, dann gibt es die Items-Methode. Also es gibt Keys, es gibt Values. Können Sie mal so ausprobieren. Also rufen Sie mal mit den Keys auf. Das sind alles gleiche hier. Dann kommen einfach die Keys. Wir können es mal mit den Values aufrufen. Dann kommen die Anzahl Wörter raus. Oder jetzt gibt es auch etwas Spezielles, das Items. Jetzt bekommen wir beides in den Zugriff. Und jetzt bekommt sie immer eine Zweiertupel mit dem Wort und der Anzahl Vorkommnisse. Das ist genau das, was wir wollen. Jetzt, wonach wollen wir sortieren? Nach Anzahl Vorkommnissen. Und eine Tupel ist ja eine Liste, Index 0 basierend. Machen wir x1, sortieren wir also nach der Anzahl und schauen wir, was dann passiert. Jetzt gehen wir aber nichts mehr raus. Jetzt gehen wir es wieder raus. So, jetzt sehen Sie da, wir haben hier unten der 1719 Mal und 1656 Mal und so weiter. Das ist jetzt aufsteigend sortiert. Wir wollen es aber absteigend. Aber schön zu sehen, die Sortierung hat funktioniert. Jetzt gibt es auch den Parameter reverse gleich true. Ruf es mal noch auf. Jetzt sehe ich, am Schluss kommt das, was einmal vorkommt. Und weiter oben hier, muss sehr weit nach oben scrollen. Das, was häufiger vorkommt, die Liste wurde abgeschnitten. Ist dann der nächste Punkt. Aber jetzt habe ich es absteigend sortiert. Das wäre mal die Sortierung gewesen. Jetzt noch einmal, das Ganze ist recht kompliziert. Es werden sehr viele Python-spezifische Konzepte verwendet. Das müssen Sie natürlich nicht können. Ich wollte es einfach mal demonstrieren, wie man so etwas macht. Vielleicht inspiriert Sie das dazu, mal das selber auszuprobieren oder mal nachzuschauen, wie es funktioniert. Also auf jeden Fall, Ranks werden jetzt sortiert.
Und jetzt wollen wir To-Do-Output-First-N-Frequencies as occurrences word. Okay, zwei Sachen. Erstens, wir wollen nur die ersten N-Einträge, nicht alle Einträge. Zweitens, wir wollen es ausgeben. Machen wir zuerst den ersten Teil. Also müssen diese Liste abschneiden bei N-Elementen. Jetzt wissen wir nicht, wie groß N ist. Und wir wissen auch noch nicht unbedingt vorher, wie groß, wie lange Ranks ist. Jetzt können wir aber schauen, wenn Rank, also wenn jetzt mehr Wörter gezählt haben als N oder sagen wir größer als N. Also wenn es mehr Wörter gezählt haben, mehr verschiedene Wörter gezählt haben, als wir ausgeben wollen, müssen wir die Liste verkleinern. Und hierzu kann man einfach Ranks überschreiben und dann hinten gibt es diese schöne Slicing-Notation. Wir fangen bei 0 an und gehen bis zu N exklusiv, aber weil bei 0 anfangen, sollte das eigentlich stimmen. Und dann geben wir nochmal Ranks aus. Jetzt haben wir die Liste verkleinert. Jetzt sehen wir, mach es vielleicht mal mit 3 Wörtern, ist einfach zu zählen. 1, 2, 3, genau. Der und die, das sind die häufigsten 3 Wörter. Häufigsten 10. K taucht auch auf. Für Josef K. steht sehr oft in diesem Roman, weiß ich noch von früher. Jetzt sollen wir es ein bisschen schöner ausgeben. Also abgeschnitten hätten wir es mal. Jetzt die Ausgabe. Und dazu können wir wieder einen schönen For Loop machen. Und ich empfehle Ihnen wieder, ich lasse es mal leer, for etwas in Ranks. Und jetzt haben wir wieder, wollen wir den Key, wollen wir den Value, wollen wir beides? Wir wollen beides. Items. Und das gibt uns das zurück. Der Key ist eben das Word. Und der Value ist eben die Frequenz, nennen wir es mal Frec, kurz geschrieben. Und jetzt können wir einfach mal print word frec das so ausgeben. Ja, formatieren vielleicht. Falsche Tastenkombination. Ja, egal. Etwas habe ich falsch gemacht. List Object has no. Ah, es ist eine Liste. Okay. Stimmt, ich habe jetzt hier eine Liste von Tupeln. Ich habe keine Map mehr. Kleines Detail, ich muss einfach sagen, dass das auch eine Tupel hier sein soll und das Items brauche ich dann nicht. Also die Sortierung macht aus dem Dictionary eine Liste von Zweiertupeln. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt möchte ich es noch ein bisschen schöner darstellen. Ich wollte eigentlich hier zuerst die Frequenz und dann das Wort. Reihenfolge umstellen, schon besser. Jetzt könnten wir die Zahl vielleicht noch ein bisschen anders darstellen. Und dazu hat Python einen Mechanismus namens F-Strings. Formatierte Strings, kann zum Beispiel hier Frequency und dann durch ein Tab getrennt das Word angeben. Das können wir uns dann sparen. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus, aber das ist noch linksbündig. Hier ist so halb schön gelöst. Wir können jetzt hier zum Beispiel so Formatkennzeichner, ich glaube, die fügt man hinten an. Ich sage jetzt einfach mal 6D, also ein Integer der Länge 6 maximal. Ja, jetzt kommt es hier schön formatiert heraus. Dann ein Tab und dann das Wort. So, und damit wäre die Aufgabe eigentlich gelöst. Jetzt wollen wir natürlich noch die anderen Romane testen. Fontane, Effi Briest, da wollen wir auch die ersten 10 Wörter ein bisschen größer machen, mal ausführen. Da ist auch das Wort uns, das häufigste, die, der, das, die Artikel, nicht, ich, es, sie, ihn, so, also nicht wahnsinnig überraschend. Und dann schauen wir noch vielleicht den Roman von Turgenev, ob da was anderes vorkommt. Nein, da sieht es ähnlich aus. Mir fällt gerade auf, wir haben noch die Konversion zu Lowercase vergessen. Das könnte die Statistiken etwas verfälschen. Das können wir direkt hier einbauen. Also wir haben das Wort aufgeräumt. Jetzt fügen wir es als Lowercase hinzu.
dann sollten diese beiden Cs hier zusammengemerged werden und weiter oben auftauchen. Einfach klein geschrieben. Wo ist das jetzt? C, genau, ist die zweite oben, das zweithäufigste Wort. Jetzt ist alles lowercase. Schauen wir nochmal den Prozess von Kafka an. Jetzt ist das K hier klein geschrieben. Wir können auch die ersten 100 Wörter anzeigen. Jetzt haben wir auch ein paar Nomen drin, Fräulein, Advokat, Frau und so weiter. Prozess natürlich, Maler. So, denke, damit wäre die Aufgabe jetzt gelöst. Also das Ganze ist recht anspruchsvoll. Es werden sehr viele Aspekte verwendet. Sie müssen natürlich nicht alles können, aber es ist gut, wenn Sie den einen oder anderen Aspekt, gerade Loops, Dictionaries, Listen und so weiter, wenn Sie damit wieder etwas warm werden, werden dann noch Übungen dazu lösen. Das wäre jetzt mal erledigt. Man könnte das Ganze auch in weitere Funktionen aufteilen, wäre ein bisschen schöner. Könnten vielleicht noch leere Wörter filtern. Hat sich hier nicht das Problem herausgestellt. Ah doch, genau hier, 230 Mal kommt ein leeres Wort vor, das müssen wir noch lösen. Mache es gerade noch. Zeige da einen weiteren Python-Mechanismus vielleicht. Also man könnte es so machen, also mit einem Loop noch eine neue Liste aufbauen. Oder vielleicht schöner, cleans words gleich filter. Und das kann man hier wie so eine Lambda-Funktion mitgeben. Und dann einfach prüfen, ob das Wort nicht leer ist. Abgekürzt einfach W. Wenn es leer ist, ist es false. Und dann gebe ich diese clean words mit. Also mache einen Filter. Das sollte dann hier unten verwendet werden. Ich habe es falsch geschrieben. Clean words, genau. Dann wird wieder darüber iteriert. Und dieses 230 mal leer sollte dann nicht mehr auftauchen. Ja, das ist falsch gemacht. Ich muss es nochmal anschauen. Filter, clean words, filter. Und gleich leer. Ah, ich habe clean words statt clean words verwendet. Das geht natürlich nicht, sonst sind es immer das letzte Wort. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Das 230 mal das leere Wort taucht nicht mehr auf. Okay, dann haben wir das noch gelöst und noch einen weiteren Mechanismus gezeigt. Wie das Filter funktioniert, schauen wir vielleicht noch mal später mal im Modul an. So, recht langes Video geworden, recht große Aufgabe, aber das wäre jetzt wirklich ein nützliches Tool, um Worthäufigkeiten zu zählen. Können Sie vielleicht auch produktiv mal einsetzen, wer weiß. Ich füge es jetzt noch dem Repository hinzu. Ich schaue noch, wie ich die letzte Message geschrieben habe, Exercise 1 FISPASS, schreibe jetzt hier mit dem Sam Exercise 2 WordFreak und pushe das. Das wäre es von dieser Übung und dann bin ich gleich zurück mit der dritten und letzten Übung. Bis dann.